Hi, willkommen im Ferrum. Nächste Übung der Woche stelle ich euch jetzt vor mit meiner Kollegin Sandra. Und wir stellen euch heute mal eine Maschine vor, und zwar ist das hier der Jammer, der sogenannte Jammer, Ground-Based Jammer von Hammer Strength. Wow, was ein Zungenbrecher. Da kann man mehrere Übungen dran machen. Es sieht immer so nach Schulterübung aus, ist aber eigentlich keine wirkliche Schulterübung, sondern es ist eine Rumpfübung. Ja? Der Rumpf stabilisiert das Ganze, der überträgt die Kraft. Und ich zeige euch mal zwei Varianten, wie man dran trainieren kann. Besser gesagt, die Sandra zeigt es euch jetzt. Die erste Variante ist eine alternierende Version. Ihr geht in die Startposition, die Ellbogen unter die Gewichte bringen und dann alternierend hoch, rechts, links im Wechsel. Der Rumpf sorgt jetzt für die nötige Stabilisation und für die nötige Kraftübertragung. Okay, das ist eine Variante. Da würde ich vorschlagen 4x15 mit einer Minute Pause. 15 heißt, jede Seite war 15 Mal dran. 1, 2 und so weiter. Die zweite Variante machen wir jetzt mal eine einarmige. Da kann man sehr schnell kräftig dran trainieren. Machst du gerade mal. Seitlicher Stand und dann wirklich dynamisch, schnell, kräftig oben raus. Warm. Perfekt. Würde ich auch 4 Durchgänge vorschlagen mit 8 bis 12 Wiederholungen pro Seite und so einer Minute bis anderthalb Minuten Pause. Okay, das sind zwei Varianten an dem Jammer, dass ihr es mal nutzen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen.